Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum. Im letzten Part haben wir mal ein neues Krypto-Pokémon für uns gefangen. Gerade noch, würde ich mal sagen. Und zwar das liebe Vibrava. Endlich ein neues Pokémon für unser Team. Mittlerweile besteht unser Pokémon schon aus 5 Pokémon. Unser Pokémon schon aus 5 Pokémon, genau. Nein, unser Team besteht mittlerweile aus 5 Pokémon. Und es könnte jetzt lustig werden, wieder ins Labor zu gehen. Denn es wurde ja im letzten Part der Alarm ausgelöst. Und das, glaubt mir, das wird jetzt verfickt nochmal lustig, da runter zu gehen. Warum? Das werdet ihr jetzt bald erfahren. Was noch lustig ist, dazu muss man sagen, ich habe ja eingekauft ein paar Hyperbälle. Es war nicht gerade einfach, diese Hyperbälle zu kaufen, da ich rotzlos pleite bin. Ich habe meine beiden TMs verkauft. Und damit ich mir wenigstens ein paar Hyperbälle kaufen kann, weil ich einfach nur noch pleite bin. Dadurch, dass ich zweimal verreckt bin, habe ich einfach kein Geld mehr. Es ist schlimm. Es ist echt schlimm. Ach halt, hier war die DNS-Probe. Wo gehe ich denn hin? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, es kommt aber irgendwie kein Gegner, was mich gerade ein bisschen verwundert. Normalerweise kommen sie ja, wenn Alarm ist, kommen sie ja aus allen Ecken. Komisch. Leider kommt ja dieser eine Trainer auch nicht mehr. Mit dem Krypto-Pokémon. Schade, schade, schade. Wir können aber vorher mal die letzte DNS-Probe analysieren. Lorblatt, sage ich. Entei. Oh, okay. Ja. Okay. Wie dem auch sei. Dann ist es eben Entei. Habe ich wohl die letzten Male immer nur Glück gehabt, wo ich es immer gespielt habe. Ist ja auch egal. Wegen den DNS-Proben meine ich. Das sehen wir ja gleich. Ich erkläre es euch gleich. So. Hier vorne gegen den Trainer haben wir schon gekämpft und eiskalt verloren irgendwie, weil wir voll low sind. Oho, was haben wir denn da? So. Hier befindet sich ein Schloss. Willst du es öffnen? Ja. Tada. Ja. Wir müssen jetzt die Pokémon eingeben, von denen wir die DNS-Probe haben. Bei mir war... Ich habe bis jetzt immer Glück gehabt, dass es die drei Pokémon waren irgendwie. Wechselt sich das irgendwie ab? Ach, keine Ahnung. Wenigstens, wir haben die DNS-Probe von Igelava gefunden, danach von Magnaien und zu guter Letzt von Entei. Die Reihenfolge ist übrigens egal. Was? Treffen wir uns tatsächlich schon zum dritten Mal? Hey, Eo Kappa, von dir habe ich doch das Capoeira. Erinnerst du dich an mich? Ich werde jetzt Rache für die Schande im Heiligen Wald nehmen. Übrigens, für die, die sich jetzt wundern, warum es das dritte Mal ist, das zweite Mal haben wir ihn auf dem Duellberg getroffen. Da haben wir zwar nicht gegen ihn gekämpft, aber wir haben ihn getroffen. Ein Wohin genau und ein Perlu. Ja, Wohin genau kann sehr, sehr nervig sein. So, da ich von Buin genau jetzt erstmal nichts zu befürchten habe, greife ich es einfach mal nicht an. Ich bezweifle jetzt mal, dass dieses Buin genau irgendwas anderes kann, außer Konter, Abgangsbund, Spiegelcape und noch irgendeinen Scheißdreck. So. Das Perlu wäre somit schon mal besiegt. Wunderbar. Und ein Level-Up für mein Psyana. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein Georock. Ja, Konter. Tja. Scheiße gelaufen, liebes Wohin genau, würde ich sagen, oder? So, der Psystrahl. Vielleicht reicht er sogar aus für das Georock. Der Georock hat eine relativ schlechte Spezialverteidigung, aber er reicht nicht aus. Da muss ich mit dem Kryptoschlag eben nachhelfen. So, das zweite Pokémon wäre somit besiegt. Wunderbar. Nun ein Meditalis, alles klar. Tja, liebes Wohin genau. Du musst dich noch ein bisschen gedulden, bitte. Psystrahl, normal effektiv, zwecks den Typen von Meditalis, Kampf, Psycho.
Und dann noch der Kryptoschlag. Und nein, es hat leider nicht gereicht. Schade. So. Turmkick. Trifft, schade. Wow, 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 wow. Das war ein bisschen viel Schaden. Ein bisschen sehr viel Schaden. Na gut, Tornupto. Here it goes. So, Sianna setzt mal bitte Sternschauer ein und Tornupto wird gerufen, damit ich in der nächsten Runde das Wuingenau mit voller Power angreifen kann. Denn selbst wenn Wuingenau jetzt Konter macht, wird das kaum Schaden zufügen. Aber Meditalis wäre schon mal besiegt. Es setzt sowieso nur Spiegelcape ein. Okay. Rückkehr. Flammenrad. Und BAM, Mann! Au, au, au. Das zieht alles ein bisschen weniger ab, als ich dachte. Aua, das könnte wehtun. Es setzt Spiegelcape ein. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das wehtut. Da konnte Tornupto natürlich nichts machen. So, Rückkehr. Und Biss. Denk mal, mit der Biss-Attacke werden wir doch ziemlich weit kommen bei Wuingenau. Wenn es nicht sogar ausreicht. Nachtara, du bist einfach ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Ach ja, Nachtara ist für alle. So, wir gehen hier runter. Ich verstehe es nicht. Ich war mir immer ziemlich sicher, vor allem gerade, dass hier irgendwo immer so eine Heilstation war. Aber irgendwie finde ich die nicht so ganz so. Naja. Ist da eigentlich auch egal. So, jetzt muss ich hier aber unbedingt wieder zurückrennen, weil ich so jetzt keine Chance gegen den guten Professor Kulpa habe. Deswegen renne ich jetzt mal kurz aufs Screen zurück und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück und langsam wird das Piepsen echt unangenehm. Ich weiß noch nicht, mit wem ich jetzt anfangen soll. Mit Psyana oder Nachtara, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz so sicher. Ja, mit Psyana oder Nachtara. Nein, ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht mit den beiden anfangen soll oder ob ich vielleicht einen von den drei einwechseln soll, wobei Vibrava da eher wegfällt. Also Nachtara ist eigentlich immer gut, aber ich glaube, ich tue es doch lieber auswechseln gegen Tornupto. Ja, ich glaube, so bin ich eigentlich ganz gut dabei, Psyana und Tornupto. Ich habe keine Ahnung, welche Pokémon mich bei ihm erwarten. Ich weiß es nicht mehr. Puh, okay. Perfekt. Die Daten dieser CD-ROM sind vollständig gelöscht. Alles läuft nach Plan. Ich habe euch gar nicht kommen hören. Nun denn, treffe ich also endlich auf den ach so berühmten Spike. Ich hielt, wie ich gestehen muss, euer Eintreffen hier für höchst unwahrscheinlich. Mein Name ist Kulpa. Professor Kulpa, ich bin der Leiter dieses Krypto-Pokémon-Labors. Und ich dulde keine Störelemente wie euch, die versuchen, den Krypto-Pokémon-Plan zu vereiteln. Lasst mich euch nun die Macht meines Krypto-Pokémon vorführen. Ich hab keine Lust auf dich, ich hab so keine Lust auf dich, ich hab so ungefähr null Lust auf dich, Kulpa. Null, 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 null. Ich weiß, alles was ich noch über dich weiß, ist, dass du der einfachste von den drei warst. Okay, sein Level ist ziemlich hoch. Das könnte ein interessanter Kampf werden. Denn, wie gesagt, sein Level ist doch sehr hoch. Konfusstrahl, na toll. Na toll, fängt das schon mal gut an.
Bitte, Tornopto, bitte, bitte. Ja! Danke. So, bam, Mann. Jetzt noch ein Psystrahl hinterher. Und Golbert ist hoffentlich Geschichte. Und nein, es hat überlebt. Ganz knapp hat es überlebt. Ganz, 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 ganz knapp. Oh, oh, das könnte wehtun. So, Psyana, du setzt mal bitte den Sternschauer ein. Tornupto, du wirst ausgewechselt. Gegen Nachtara. Einfach weil ich es mir gerade nicht leisten kann, dass es sich selbst verletzt. Flügelschlag in Ordnung. Ja, vor allem auf Nachtara. Boah, fügst du Schaden zu. Und das bei meinem Nachtara. Leck mich am Arsch. So. Sternschauer. Das dürfte jetzt das Aus für das Golbert sein. Wunderbar. Okay. Sein erstes Pokémon wäre besiegt. Ein Alabüs. Könnte gemein werden, deswegen werde ich das jetzt sofort eliminieren. Denn ein gutes, liebes, altes Alabis kann natürlich Erdbeben erlernen. Deswegen mal kurz Psystrahl auf Alabis und die Geheimpower. Und Roms. Schöner Schaden, schöner, schöner Schaden. Alabis wurde auch noch verwirrt. Ja, so will ich das sehen. Und du nervst langsam mit deiner Verfolgung, Altaria. Denn das bedeutet das Aus für mein Psyana. Denn selbst wenn ich es jetzt auswechseln würde, würde es Schaden wegen der Verfolgung nehmen. Deswegen muss ich jetzt aufpassen. Eine Verfolgung überlebt es. Dürfte es, glaube ich, noch überleben. Und es ist paralysiert, das Alabis. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Sehr, sehr geil. So will ich das haben. Sehr, sehr geil. So, ich hoffe jetzt mal, dass Psyana noch einen einmal Verfolgung überlebt. Müsste es eigentlich überleben. Das wäre jetzt ideal. 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 Okay. Alabis wäre besiegt. Mein Psyana ist allerdings leider auch, da ich es auswechseln werde. Deswegen habe ich gewartet. So, Landturn. Ach du Scheiße, das wird böse, das wird böse. So, Psyana, du verreckst jetzt leider, wo ich dich auswechsel. Tut mir echt leid. Du bist ausgewechselt gegen Vibrava. Vibrava nimmt jetzt in der Runde allerdings keinen Schaden wegen Altaria, da Landturn sage ich jetzt schon, da Altaria schon seinen Zug durch Verfolgung vergibt, sage ich ja. Verfolgung, Psyana wird leider besiegt werden. Tut mir echt leid, Psyana. So, und nun bist du dran, Vibrava. Okay. Du musst schnell dieses Landturn weg, denn auch Landturn kann, glaube ich, Erdbeben erlernen. Eisstrahl! Aua! Und tschüss, Vibrava. Dass du Eisstrahl kannst, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Shit. Ja. Ja, das war schon mal wichtig, der Volltreffer. Der war schon mal wichtig. Und es schreckt zurück. Das war ideal. So, Tornupto Schaufler. Und du setzt nochmal einen Biss ein nach Tara. Sehr gut. Gut, dass Tornupto so schnell ist. Altaria fliegt empor. Das wird eh nicht angegriffen von mir. So. Sehr gut. Hydropumpe auf Tornupto, der ist allerdings schon weg.
So, du setzt mal bitte eine Geheimpower auf Altaria ein. Denn der Schaufler dürfte Lanturn vernichten. Jawohl. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Das war schon mal gut. So, und welches Pokémon der liebe, gute, alte Professor Kulpa als nächstes einsetzt, das erfahren wir im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play Pokémon Kolosseum für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.